Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück in der Nervenheilanstalt Mount Massive. Und ja, im letzten Part hat uns der Rollstuhl Mongo noch ein wenig erschreckt. Ich muss gerade erstmal gucken, wo wir überhaupt sind hier. Ach genau, hier ist der Kollege. Genau, so. Und das hier vorne kennen wir jetzt ja gleich schon. Er springt uns jetzt ja an, das weiß ich ja schon. Genau. So. So, nochmal schön Selfie machen. Gut, das kannten wir jetzt ja schon aus dem letzten Part. So. Nehmen wir einfach mal zurück. Hier war ich auch schon drin, aber... Ne, ich dachte, vielleicht gibt es ja noch eine Batterie. Sitzt er da schon die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Okay. Hier müssten wir, glaube ich, überall ein Passwort eingeben. No. Genau, okay. Das Atmen macht mir übrigens ein wenig Angst. Und ich glaube, hier haben wir im Stream dann nachher beendet. Ich glaube, so viel weiter habe ich nicht gespielt. Du kannst nach hinten schauen, indem du cool... Ah, okay, alles klar. So, dann kommt man nach hinten. Okay. Also, Security Room. Ich glaube, da müssen wir hin. Och nee. Okay. Ebola ist zurück. Lol, oh Digga. Ich dachte, da steht einer. Okay. So, mal gucken. Ihr merkt wahrscheinlich, ich... Fliegen, Alter. Ihr merkt wahrscheinlich, ich will mich so ein bisschen drücken, weil da hinten lief eben der Typ rum und ich denke mal, da muss ich hin. Ich denke, da ist der Security Room. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Aber es muss scheinbar sein. Beziehungsweise, es kann auch sein, dass... Das ist schon der Security Room, okay. Okay, machen wir mal auf. Aber auch leise wieder zu. Nee, Moment. Hä? Aber wir können sie nur zuknallen, alles klar. Okay, wir müssen an die Tastatur, aber ich habe, ehrlich gesagt, übel Schiss, weil jetzt beginnt nämlich der Teil, den ich überhaupt nicht kenne. Das letzte Mal habe ich schon ordentlich was, also vergessen, so zum Beispiel das mit dem Typen oder dass wir weggeworfen wurden, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, das kann ja auch nur... Nein. Fick dich. Du Hurensohn. Nein. Da, 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 Schrank, 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 da kann man sich drin verstecken. Ach, meine Fresse, Alter. Oh, mein Gott, ey, richtig witzig wird. So. Hat er Maul, hat er Maul. Nein, nein. Oh. Ich glaube, er hat in den anderen Schrank geguckt.
glaube, hier waren wir im Stream auch schon. Oh. Gott. Bleib noch einen Moment hier drin, ne? Kommt ihr zurück? Okay, ich glaube, er ist weg. Okay. Ich muss den Generator also anschalten. Und dafür muss ich in den Keller. Und das ist natürlich immer... Oh mein Gott, ist das hier jetzt dunkel, Alter. Alter, fick die Mom. Hier soll ich jetzt runter. Toilettenfeeling hier. Okay. Noch nee, nicht speichern bitte. Okay, da ist nichts. Spricht doch einer. Hier hat doch eben einer gesprochen, Alter, als ob. Ja, alles klar. Hier hat 100.000%ig gerade einer geredet. Schalte die Pumpen an. Gaspumpe 1, 2. Okay. Alles klar. Pumpe 1. Oh, eine Batterie ist das, glaube ich, ne? Läuft einer? Oh, Scheiße! Wo ist der? Wo ist der? Oh mein Gott. Fick dich. Oh Leute, Alter. Moment mal, Leute. Moment, Moment, Moment. Gleich weiter. Okay, Moment. So, jetzt aber. Als ob. Ich muss ja jetzt ja wieder rein. Och Mann, Alter. Ich laufe doch jetzt gerade mein Verderben. Echt, Alter. Da ist er. Was macht er da jetzt? Okay, der geht weg. Ich muss jetzt wieder rein.
Mir bleibt halt irgendwie keine andere Wahl, so. Dann rennt er mir hinterher. Oh. Kommt er? Das ist halt richtig mies, man kann hier nicht rüber gucken, wenn man da hinten steht. Hat er mich gesehen? Weiß es nicht. Ich glaube, wenn er mich nicht sieht, macht er halt auch nichts. Er hat mich gesehen, Oh mein Gott, Oh, Leute, Alter. Ich glaube, er kommt hier aber nicht hoch. Hoffe ich. Ich glaube, der geht nur bis hier. Oder bis da. Kann ich die Tür auf? Junge Mann, Alter. Okay, Leute. Könnt ihr Musik aufhören, Alter? Man, Musik bald auf sein. Oh, scheiße Idee. War eine richtig beschissene Idee. Hat er mir der? Ja. Oh. Renn da. Wir bleiben jetzt mal hier vorne stehen. Da ist er. Oh, meine Batterie ist gleich schon wieder alle, Alter. Ich habe gleich ein richtiges Problem, wenn ich keine Batterie mehr habe. Oh Leute, na ohne Witz, Alter. Ich weiß ja, dass er da ist, aber. Oh. Aber ich finde, er geht gerade noch so. Weil er macht halt nichts. Er hat halt nur so ein Messer und dann rennt hinterher. Beziehungsweise, wenn man das zum Nichts ordnen kann. Weißt du, ich dachte, vielleicht ist das eine gute Idee, wenn ich Gas gebe und einmal richtig schnell hinsprinte. Ich will ihm halt auch nicht wieder in die Arme rennen, ne? Problem ist halt, ich habe gleich keine Batterie mehr. Scheiße, das Raum 1. Fuck it. Ich lade mal immer noch die Batterie nach. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Unterm Bett kann ich mich verstecken. Oh! Nein! Geh weg! Genau! Bitte, renn! Das hat super funktioniert mit dem Verstecken. Oh, fick dich, Alter! Das kann nicht sein, dass er mir ständig entgegenkommt. Was mache ich jetzt? Irgendwie muss ich es hinkriegen, dass ich rausfinde, wo er langläuft. Da muss er irgendwie einen Weg haben, den er immer läuft. Irgendwie, dass er immer dieselbe Richtung geht oder so. Okay, Leute, pass auf. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich habe mir nämlich, glaube ich, gerade in die Hose gekackt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und, ja, wenn ja, dann schaut auch in der nächsten Folge rein. Ich hasse dieses Spiel so. Ich hasse es so. Es ist so. So. Oh, das ist der einzige Moment, den ich Licht habe. Okay. In Situationen, wo man denkt, kein Problem so. Ich weiß ja, dass der da ist oder so. Dann wird man einfach richtig in den Anus gebumst. Weil ich dachte so, ja, kein Problem, der ist jetzt bestimmt im anderen Raum. Jetzt gehe ich da einfach chillig rein, mach einmal zack, zack, zack die drei Dinger an. Dann mache ich Generator an. Da kommt der Mönch irgendwo aus der Ecke und erschreckt mich kurz oder so. Aber, oh, okay. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Und tschüss.